Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, zu unserer Webinarreihe Forex Screener Trades finden mit Marktscreening. Und wir veranstalten dieses Webinar immer mit Manuel Lücke und ich freue mich, dass er wieder für uns die Zeit und Lust gefunden hat. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass Sie trotz des guten Wetters draußen heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ich werde nicht so viel Zeit verlieren und gleich übergeben, aber wir müssen einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Sehr schön. Dann, lieber Manuel, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank. Ich schaue mir mal den Bildschirm. Präsentation sollte man jetzt sehen. Gerne können Sie mir auch noch ein kleines Feedback geben, ob man meinen Monitor sieht. Ja, und dann von mir auch noch mal ein herzliches Hallo in die Runde. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, Ihnen geht es natürlich allen gut und Sie sind alle gesund geblieben. Und dann würde ich sagen, starten wir auch mit der Präsentation Pole Screener, Marktscreening, mit einer Einleitung von mir. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin mittlerweile 30 Jahre jung und bin ursprünglich ja ein Informatik-Student mal gewesen, habe das Ganze schon erfolgreich abgeschlossen und nebenher habe ich quasi gearbeitet in einer Vermögensverwaltung, also hatte schon sehr früh in meinem Leben den Bezug zur Börse hergestellt. Das war damals eine Vermögensverwaltung, die ja, ihr Kapital verwaltet und vermehrt hat mit automatischen Systemen. Also da gab es quasi gar keine Händler, manuelle Händler, beziehungsweise es gab manuelle Händler, die darauf aufgepasst haben, dass die Systeme funktionieren und nicht fehlerhaft sind, beziehungsweise jede Software bringt ja irgendwie Fehler mit sich, sodass man dann auch im Fehlerfall einfach mal einschalten musste und dann Positionen glattstellt oder eben Position ausgleicht, falls da mal was in dem Bestand fehlerhaft war. Und ja, da habe ich 5 Jahre Lebenszeit verbracht in dieser Vermögensverwaltung und im Anschluss habe ich mich mit einem Kollegen zusammengetan. Wir haben eine Firma gegründet, mit der wir quasi das gleiche Ziel ein bisschen ja, ähnlich, also ähnlich verfolgt haben. Wir haben auch wieder automatische Handelssysteme entwickelt und die dann an ja, Privatanleger gebracht, also diesmal so ein bisschen an die Öffentlichkeit damit gegangen, weil es eigentlich gar nicht so ein schwieriges Thema ist, Handelssysteme selber anzuwenden und zu verwalten. Die Herstellung der Systeme ist natürlich sehr kompliziert und dafür braucht man eben die ganze Erfahrung. Und ja, die Anteile der Firma hatte ich dann irgendwann erfolgreich verkauft, weil ich mir wieder auf die Fahnen geschrieben habe, ein neues Ziel in meinem Leben zu setzen. Und das war eben der Forex Screener. Das ist das Projekt, um das es heute geht. Eine Trading-Software, die Ihnen das Trading quasi erleichtern soll, gerade den Anfängern. Und genau, darum soll es heute gehen. Ich habe auch noch mal eine Frage mitgebracht. Für Sie, wir haben ja, oder ich habe ja schon festgestellt, dass sehr viele neue Leute immer in den Webinaren hier mit dabei sind. Und ich würde gerne mal herausfinden, das können Sie gerne mal in den Chat schreiben, wie Sie denn Ihre Trades finden. Also da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Ansätze. Da gibt es ja sowas Klassisches wie, ich handle immer, wenn sich der SMA kreuzt oder ich orientiere mich an den Pivotpunkten, wenn da der Kurs beispielsweise in der Nähe von dem S2-Punkt ist, dann steige ich ein. Oder ich warte eben, bis News veröffentlicht werden. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze und mich würde mal interessieren, was Sie davon nutzen, damit wir das dann später in das Webinar mit einfließen lassen können und ich Ihnen mal zeigen kann, wie Sie Ihren Ansatz nehmen können und in den Forex-Screener
mehr quasi als Kriterium benutzen können, damit sie sich dann Trading-Setups scannen lassen können im kompletten Markt. Das können Sie gerne einmal hereinschreiben. Und in der Zwischenzeit würde ich auch mal mit den paar Basics anfangen und Ihnen ja, von der Pike an erklären, was es denn mit dem Marktscreening so auf sich hat. Gerade für die Einsteiger. Und ich habe hier mal so einen typischen Bilderbuchverlauf eines Charts mitgebracht. Darin kann man eben sehr viele unterschiedliche Elemente sehen. Und zwar der Kursverlauf, der kommt hier gerade so von oben aus dem Nichts, weil das Bild hier gerade anfängt. Und ja, fällt weiterhin ziemlich steil. Endet dann quasi in einer kleinen Range, wo der Markt einmal kurz ausbricht nach oben, aber das dann eher so ein Fake-Breakout ist. Er landet dann quasi in der Range, pendelt hin und her, macht mal noch einen kleinen Fake-Breakout nach unten weg. Dort werden dann in dem Bereich viele Trader ausgestoppt, ja, gerade wenn sie dann hier so in dem Bereich kaufen würden, hier ihren Stop-Loss knapp unter der Range packen würden. Ist dann hier mal so ja, sogenanntes Stockfishing angesagt und dann entwickelt der Markt eben einen neuen Trend nach oben. Er schafft den Ausbruch aus der Range und das erste Mal, dass der Trend quasi so ein bisschen ins Stocken gerät, passiert dann quasi in so einer Korrektur und die Korrektur, das ist eben sehr typisch, dass es dann solche Widerstände einfach gibt, also Punkte, wo der Markt oft anläuft und bis dahin verläuft dann eben so eine Korrektur, da holt der Markt ein bisschen Kraft, dass er dann eben den Trend weiter fortsetzen kann, bis er dann wieder korrigieren kann. Und Ihnen als Trader, Ihnen muss eben bewusst sein, dass Sie in der Rolle sind, dass Sie reagieren auf den Markt. Also Sie können quasi nicht in den Markt einkaufen und dann sagen, ich kaufe mich jetzt ein, damit der Markt ausbricht, weil Sie haben eben nicht den Controller in der Hand, womit Sie die Richtung bestimmen. Und Sie müssen eben schauen, was der Markt Ihnen für Zeichen gibt oder für Kriterien gibt, damit Sie entsprechend handeln können. Das heißt quasi, wenn Sie feststellen, dass Sie sich jetzt gerade in einer Range befinden, ja, und Sie sehen, dass quasi hier oben der Widerstand nochmal getestet wird, dann macht es eben auch nur Sinn, Short zu gehen an der Stelle, wenn es jetzt keine weiteren Anzeichen dafür gibt, dass der Markt ausbrechen wird. Es macht eben Sinn, dann in einen Trend einzukaufen, wenn wir uns in einer Korrektur befinden. Und selbst in dieser Strecke ist es dann eben auch eine Frage für viele, wo man denn hier einkaufen soll. Ja? Und damit wir eben eine gute Position aufbauen können, machen wir das natürlich dann anhand so eines Widerstandes, den wir dann hier gefunden haben. Und es gibt eben dann immer noch weitere Anzeichen und Kriterien, womit Sie Positionen aufbauen können. Es sind auch Sachen wie, wenn der Markt einfach extrem überverkauft ist, also wenn der Markt so eine dolle, ja, so einen dollen Fall hat nach unten, das sind dann eben auch so typische Sachen, dass der Trend, der jetzt schon ein bisschen gelaufen ist, dass er jetzt gerade so ins Stocken kommt und den Schalter umlegt und dann eben erstmal stagniert oder er so ins Stocken kommt und in so eine Range überläuft. Und Sie als Trader müssen eben die Zeichen richtig deuten und da ist eben das große Problem, dass, wie ich schon gesagt habe, der Markt bewegt sich nicht so wie Sie wollen, sondern Sie müssen immer auf der Hut sein und die Zeichen richtig lesen. Jetzt haben wir das Problem, dass es aber extrem viele Assets gibt. Also wir alleine haben bei FX Flats haben wir über 400 Assets, ich glaube knapp 420. Und es ist für uns eben unmöglich, dass wir alles gleichzeitig beobachten. Ja? So große Monitore haben wir nicht und so viel Zeit haben wir auch gar nicht. Und das Gegenteil davon ist, dass viele Trader einfach ja, so zwei, drei Lieblingsassets haben. Also beispielsweise den Euro-US-Dollar, den DAX. Und das sind dann so die einzigen beiden Charts, die offen sind.
und wo dann einfach gewartet wird auf ein Signal. Jetzt haben wir aber auch Tage, wo der Markt einfach gar keine Puste hat oder einfach Zeiten innerhalb eines Tages, wo der Markt sich kaum bewegt, wo er extrem unvolatil ist. Und wir brauchen aber Bewegung, damit unsere Position eben Geld verdient oder Geld verliert. Wenn der Markt auf der Stelle steht, dann werden wir weder Plus noch Minus machen. Und da kommt jetzt quasi das Marktscreening mit ins Spiel. Mit dem Marktscreening können wir halt den kompletten Markt scannen nach Kriterien, dass wir sagen, wir wollen uns jetzt mal alles suchen, was irgendwie gerade einen Ausbruch hat. Zeig mir mal alle Assets an, die das Bollinger Band durchbrochen haben. Zeig mir mal alle Assets an, die jetzt extrem weit weg sind vom SMA 200 oder die gerade mit dem SMA, mit zwei verschiedenen SMAs sich gekreuzt haben. Und da gibt es eben sehr viele unterschiedliche Trading-Ansätze, die Sie automatisch scannen können, wenn Sie einen Screener nutzen. Und ich würde an der Stelle auch mal kurz durch die Fragen gehen. Ich hatte Sie ja gefragt, was so Ihre Ansätze sind. Und dann können wir mal schauen, ob da die Ansätze mit dabei sind, die wir vielleicht mit dem Forex-Screener ja, ausfindig machen können im Markt. Ich habe hier auch noch eine Folie, wo Sie mal eine kleine Übersicht bekommen mit Sachen, die unter anderem möglich sind. Schauen wir mal. So, also hier haben wir jetzt zum Beispiel Indikatoren, News, Ausbrüche, EMA, RSI, Pivot Points, zwei Moving Averages, Stochastik, Fibos. Genau. Also das sind jetzt alles Sachen, die größtenteils mit in dem Trader, in dem Forex-Screener mit dabei sind, so 80%. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir vielleicht einfach mal per Blick in den Screener hinein und verschaffen uns mal einen kleinen Überblick, worüber ich hier eigentlich die ganze Zeit so gesprochen habe. Und zwar haben wir jetzt hier eine ja, große Anzahl von Filtern, wo wir unsere Kriterien eingeben können. Beispielsweise das, was Sie eben in den Chat geschrieben haben. Beispielsweise RSI oder wir haben hier eben sowas wie die Distanz zum SMA 200. Dann haben wir auch solche Sachen wie Distanz zum Supertrend oder Distanzen zur Preismarke. Und ich habe vorhin, als ich nochmal kurz durchgecheckt habe, ob an meinem Computer alles läuft, zum Beispiel den Power Candle Filter mal genutzt und hatte damit eigentlich auch eine ganz gute Trade-Möglichkeit gefunden, beziehungsweise wurde ich da auf eine Sache aufmerksam gemacht, die würde ich Ihnen kurz mal zeigen. Ups, da sind wir hier. Genau. Und dieser Power Candle Filter, der basiert eben auf dem Power Candle Indikator. Den sehen wir hier unten, diese rote Linie. Das ist kein Standardindikator, sondern das ist Marke Eigenkreation. Der misst eben die Kerzen und zeigt die an, die verhältnismäßig groß sind. Und da haben wir eben so einen Ausschlag hier, der eben deutlich so über diese Linie hinübergeht. Und der markiert eben diese Kerze und sagt mir, das ist eine Power Candle, die hat eben einen sehr großen, also eine überdurchschnittlich große Bewegung gemacht. Und das ist dann so, ja, wenn wir solche Kerzen sehen, dann hat das meistens immer so eine Signifikanz, die es mit sich bringt. Zum Beispiel eben, also manchmal kann es einfach so verlaufen, wir haben so eine Kerze, die läuft nach unten, hat vielleicht auch gar keinen Docht. Und in der nächsten Bewegung wird das Ganze eben nochmal korrigiert, und dann eben getestet, wo die Kerze gestartet ist. In dem Falle hat es eben natürlich Sinn gemacht, hier nicht sofort einzusteigen, sondern abzuwarten, weil oft, wenn die Kerzen sehr groß sind, dann heißt es auch, die Bewegung, die bringt nochmal was nach mit sich sozusagen.
Das heißt quasi, die initiale Bewegung haben wir hier. Dann haben wir eben die weitere Bewegung, die noch heruntergeht. Und jetzt sind wir gerade an einem sehr interessanten Punkt, wo wir eben ein Tief haben, ein tieferes Tief haben und jetzt in der neuen Kerze ein höheres Tief haben. Also es ist quasi so ein Ansatz von einem V-Pattern, beziehungsweise was dann zu einem V-Pattern werden kann. Und interessant wird es jetzt, wenn die aktuelle Kerze über den letzten Hammer hier fließt. Also es ist ja auch so ein Hammer, der sich ausgebildet hat in der letzten M30-Kerze. Und ein guter Trading-Ansatz wäre es jetzt zu sagen, okay, wenn wir jetzt einen neuen Aufwärts-Außenstab haben, also diese Kerze über dem Hoch des Hammers schließt, über diese Linie hier schließt, dann können wir long einsteigen und können davon oder sollten unseren Stop-Loss hier natürlich darunter packen. Und dann sollten wir schauen, dass diese Abwärtsbewegung, die hier angefangen hat, dass die eben wieder getestet wird. So, das Ganze können wir eben dann machen, wenn die Kerze jetzt abgeschlossen ist, damit wir auch wissen, das wurde jetzt bestätigt. Es könnte ja natürlich sein, dass nämlich die aktuelle Kerze einfach kurz nach oben antäuscht und jetzt noch viel weiter drunter schließt, welches unser Pattern dann eben so ein bisschen nichtig machen würde. So, das wäre zum Beispiel mal ein guter Trading-Ansatz, den man mit wenigen Mausklicks gefunden hätte. Und ich würde hier mal schauen. Ups. Kleinen Moment. Ich würde hier mal schauen, dass wir jetzt noch weitere Filter durchgehen, die Sie jetzt quasi gepostet haben in dem Chat. Und für diejenigen, die öfter bei den Webinaren teilnehmen oder den Fullscreener auch regelmäßig nutzen, da fallen immer mal wieder Fragen an, die Sie auch gerne stellen können. Und ich würde mir dann in ein paar Minuten Zeit dafür nehmen, die eben zu beantworten. Können Sie einfach stellen und dann schaue ich gleich mal durch. So, dann haben wir hier zum Beispiel den RSI-Filter. Dort können wir dann eben den Markt suchen nach allen Symbolen, die eben einen größeren RSI-Wert haben als den wir hier auswählen, beispielsweise eben 80. Und dann können wir schauen, unten bekommen wir dann immer so eine Ergebnisliste. Da wurde das Setup, was ich Ihnen gerade vorgezeigt habe, auch gezeigt. Und hier werden dann eben alle Symbole gelistet, die einen größeren RSI-Wert haben als die 80, die wir gesucht haben. Jedes erste kommt zum Beispiel mit einer 90. Das ist aber auch der Bitcoin auf Monatsbasis. Und einem fällt hier quasi auch auf, dass in der ersten Reihe sehr viel auf den Monatscandles basiert. Das Ganze können wir auch weiter einschränken, indem wir uns das Zeitintervall Filter mit dazu schalten. Und dann können wir auch sagen, wir wollen das Ganze kombinieren und wir wollen uns entsprechend alles anzeigen lassen, was einen größeren RSI-Wert als 80 hat und auf H1 basiert. Und dann können wir mal schauen und uns wird eben entsprechend noch viel weniger jetzt angezeigt. Ja. Jetzt haben wir hier ein Future und dann noch eine US-Aktie, die uns angezeigt wird. Und da sollte man mal kurz erwähnen, dass im Forex-Screener prinzipiell alle Assets gescannt werden, die unser Partnerbroker FXFlat mit sich hat. Das sind mittlerweile eben, ich glaube, ja, 400, 420 circa. Und die haben wir auch alle in Kategorien unterteilt. Die finden Sie in unserem Asset-Kategorien-Filter. Da haben wir seit neuestem auch eine neue Kategorie hinzugefügt. Und zwar haben wir jetzt auch Aktien aus Asien, aus dem asiatischen Raum. Und was auch noch relativ neu war im Screener, ist jetzt ja, ein paar Wochen schon alt, sind eben die Forex-Spots, nach denen Sie auch suchen können. Genau. Falls Sie jetzt dann quasi auf einen anderen Zeitintervall sein möchten oder die Kategorie weiter einschränken möchten,
zum Beispiel eben nur nach Vogel suchen wollen, können Sie das dann hier auch auswählen. Und vielleicht ist Ihnen das Zeit dabei dann auch egal. In dem Fall haben wir auch gar keine weiteren Ergebnisse gefunden. Das kann eben auch passieren. Das ist nach meiner Meinung immer besser, als dass wir zu viel haben, weil dann ist es eben eine sehr schwammige Sache. Also ich bin mehr Fan davon, gezielt nach Setups zu suchen, die wir, und dann bleiben eben nur sehr wenige und wir können uns in sehr kurzer Zeit eben einen Überblick verschaffen über die Ergebnisse, die wir gefunden haben. Okay. Das hier sieht jetzt auch nach keinem guten Trading-Setup aus, also hier auf Minute 1, der US-Dollar, Hongkong-Dollar, da sieht man schon, dass die Kerzen hier ja, so extreme Schwankungen haben. Deswegen würde ich mal vorschlagen, schauen wir mal nach ein paar anderen Setups. So. Ich habe hier in meinen Filter-Setups auch schon eine Liste quasi vorbereitet, die ich immer wieder regelmäßig scanne. Also immer mal wieder abrufe. Das hat einfach den großen Vorteil, dass wenn ich mehrere Filter aussuche oder aktiviere, dann kann ich das Ganze hier auch einfach speichern. Also beispielsweise nehme ich mir jetzt mal den Supertrend und sage, ich will alles, was einen Aufwärtstrend hat und ich möchte dazu, dass mindestens 5 grüne Kerzen in Folge gefunden werden. Dann kann ich hier mir dieses Setup abspeichern als mein neues Setup beispielsweise, klicke hier auf Speichern und dann finde ich das hier unten in der Liste. So, wenn ich jetzt ein anderes Setup ausgewählt habe, dann kann ich eben einfach wieder darauf klicken und dann wird mir genau dieses Setup wieder angezeigt. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, deswegen lösche ich das mal raus. Aber ich kann Ihnen mal hier eine Sache zeigen, die nach der ich sehr oft Ausschau halte. Und vielleicht zeige ich Ihnen auch noch mal kurz die Folie dazu, um mir einfach mal einen kleinen Bezug zu nehmen. Und zwar, wir suchen jetzt nach allem, was dicht am Vortagshoch ist. Und in der Theorie können wir uns das quasi so vorstellen, was wir jetzt suchen ist, wir suchen jetzt hier irgendwie so einen Trend, der sich quasi in der Korrektur befindet. Und die Korrektur soll sich eben an so einem Vortagshoch beispielsweise befinden. Das heißt, das könnte jetzt hier so ein Vortagshoch sein. Dann wäre jetzt hier der Tag beispielsweise abgeschlossen. So, hier wäre der Tag. Und dann würden wir jetzt alles finden, was quasi genau auf dieser Höhe ist. Dann können wir mal schauen, ob wir sowas sehen, damit wir vielleicht ein gutes Long-Setup finden. Und das Ganze suche ich auf, als Forex-Paar auf M15. Und wie gesagt, am Vortagshoch. Man sieht jetzt hier so in den Charts, manchmal hat man ja auch so eine exotischen Sachen dabei, die beachte ich dann halt ja nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob, also ich habe jetzt in der Community auch noch nicht gehört, dass jemand mit solchen Sachen erfolgreiche Setups findet. Aber hier hat man zum Beispiel einen relativ guten Verlauf, weil man hier eben sehen kann, in dem Euro türkische Lire, dass es hier schon so ein Aufwärtstrend ist, zumindest auf M15. Jetzt kann man in den Kacheln sich natürlich auch noch die höheren Zeitintervalle angucken, bevor man das Ganze im Chart öffnet. Und man sieht jetzt hier, das Ganze ist hier gerade anscheinend auch auf so einer Höhe, wo der Markt von der Unterseite schon öfter mal angelaufen ist. Das heißt, es sieht jetzt schon sehr interessant aus, so dass ich jetzt den Chart mal öffnen werde. Dieses Setup sieht auch sehr gut aus. Genau. Und jetzt sind wir hier im Euro-Türkische Lira. Wir befinden uns auf H1 in einer der Aufwärtsbewegung. Das sehen wir halt, also die von hier aus gestartet ist sozusagen. Hier haben wir quasi immer höhere Hochs und das deutet eben darauf hin, dass wir jetzt einen sauberen Trendverlauf haben, der sich jetzt schon in so einer kleinen Korrektur befindet. Gestern ist eben, beziehungsweise heute ist der Markt schon ein ganzes Stück weit nach oben gelaufen
ist dann eben wieder runtergekommen und beim Hoch des Vortages stehen geblieben. So, man sieht es hier, dass es hier auch so eine Price Rejections gab. Also der Markt hat kurz versucht, da runterzulaufen, konnte sich aber da nicht unter dem Vortagshoch etablieren, weil er eben ja keinen einzigen Schlusskurs darunter gemacht hat, sozusagen. Also könnte man bei diesem Asset wäre es jetzt so auf jeden Fall ein Versuch wert, dass man hier einen Long-Einstieg hat, um eben darauf zu spekulieren, dass man hier in die Richtung eines neueren Hochs geht. So, das wäre jetzt ein Vorschlag. Das Einzige, was hier dagegen spricht, ist, dass der Spread leider ein bisschen hoch ist. Man sieht es halt an der Linie, die rote Linie, das ist jetzt der Ask-Kurs und der Bit-Kurs, der ist hier unten. Da haben wir jetzt wahrscheinlich einen Spread, der einfach zu hoch ist, weil wenn wir die Position eröffnen würden, dann würden wir halt hier kaufen und dann hätten wir deutlich schon mal einen Verlust eingesackt. Aber das Ganze dient jetzt eben natürlich daran, dass wenn wir so ein Pattern so sehen, mit niedrigem Spread in einem anderen Asset, dann wäre das auf jeden Fall ein Long-Einstieg wert. So. Ich würde an der Stelle jetzt nochmal durch die Fragen gehen, um mal zu schauen, ob sich da was angehäuft hat, was wir beantworten können. So, hier kommt die Frage, ob das fundamental untermauert wird. Nee, wird es nicht. Es steht auch so ein bisschen in den Sternen, ob wir da nochmal fundamentale Daten auch noch abfragen werden. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber wir wollen erstmal die technische Seite komplett ausbauen, also technische Analysen quasi komplett abdecken. Und dann eben können wir mal schauen, ob wir dann so skalieren, dass wir eben fundamentale Filter noch mit einbauen oder ob wir vielleicht an einer anderen Datenquelle uns noch mit anschließen und uns dahin weiterentwickeln. Also aktuell gibt es das nicht, in der Zukunft dann eventuell, aber auch nicht in naher Zukunft. Dann ist die Frage, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, das wird aufgezeichnet und das können Sie sich quasi noch einmal anschauen auf YouTube, auf dem Kanal von FX Flat. Die haben da ihren eigenen YouTube-Kanal und dort werden alle Webinare hochgeladen. Ich bin nämlich der Einzige, der hier ein Webinar zusammen mit FX Flat hält. Da gibt es auch noch sämtliche andere Training-Kollegen und das wird in der Regel immer aufgezeichnet und dort dann hochgeladen, sodass Sie sich das nochmal ansehen können. Oder falls Sie dann mal so ein Webinar verpassen, dass Sie sich da nicht ärgern brauchen. Genau, dann gibt es hier die Frage nach dem Stochastics-Filter. Den haben wir leider noch nicht eingebaut. Also Stochastics-Filter haben wir aktuell noch nicht drin. Sie haben hier oben aber auch eine Suchfunktion und wenn Sie eingeloggt sind, dann können Sie quasi hier mal Ihr Keyword eingeben und dann werden Ihnen alle Filter vorgeschlagen, die quasi auf Ihr Suchwort passen, sodass Sie ja auch sowas eingeben können wie Pivotpunkte oder eben Gaps eingeben können oder eben auch sowas wie Preismarke. Und dann erhalten Sie eben alle Filter angezeigt, die Sie gesucht haben. Okay, dann haben wir jetzt gerade erstmal keine weiteren Fragen. Genau, gibt es schon einen Fortschritt für Rectangle Pattern, ist hier die Frage. Ich glaube, das wurde auch nach dem Rectangle Pattern wurde schon mal gefragt in einem vergangenen Webinar. Gibt es gerade leider noch nicht. Nee. Hintergrund dazu ist, wir sind gerade von der Entwicklung her auf ein neues Feature ja, fokussiert. Ich kann dazu auch mal kurz eine Folie zeigen. Und ja, bis wir dieses Feature quasi rausgebracht haben, sind neue Filter erstmal vernachlässigt. Also wir werden neue Filter wahrscheinlich erst wieder zum Ende Mai dann ausbringen können. Und bis dahin haben wir eben ein Feature, welches noch, ja, ich sag mal, aus meiner Sicht zumindest viel cooler ist, als neue Filter zu haben.
Ich zeige das hier mal kurz. Die Folie dazu wird gerade angezeigt und es geht eben um Full Screener Signals. Ich habe Ihnen ja schon gezeigt, dass Sie Ihre Filter, die Sie anlegen können, also dass Sie sich so Filter-Setups anlegen können, wo Sie eben mehrere Filter kombinieren. Und das Ganze soll dann eben so funktionieren, dass Sie Ihre Filter-Setups abonnieren können. Und Sie sagen dann quasi, dass Sie benachrichtigt werden wollen per E-Mail, was dann hier angezeigt wird in dem Bild. Jedes Mal, wenn Ihr Filter-Setup eintritt in den Markt. Und das ist eigentlich eine sehr coole Sache, weil man ja, weil es eben diesen Druck wegnimmt, dass man permanent vor dem Chart sitzen muss, sondern auch wenn man vielleicht mal unterwegs ist, wird man benachrichtigt per E-Mail, sagen wir mal, in dem Markt ist jetzt gerade eine Power Candle ausgelöst worden und dann kann man sich das eben kurz mal anschauen und eventuell dann halt, wenn das in dem Bild gut aussieht, sich dazu entscheiden, das Ding eben zu traden, dann auch von unterwegs. Und das gibt eben den Vorteil, dass man noch weniger zu Hause sein muss, sondern viel mobiler ist mit dem Trading. Das Ganze ist gerade schon in dem zweiten Testlauf. Also wir haben es schon entwickelt. Das ist auch ein echter Screenshot von quasi einer echten E-Mail, die zugeschickt wird. Wir werden jetzt bald, wahrscheinlich in 2 Wochen, eine öffentliche Testrunde starten, wo wir Sie herzlich dazu einladen, mit teilzunehmen. Sie können dann quasi einer der Ersten sein, die Zugriff zu dem neuen Feature bekommt. Und dazu müssen Sie einfach eine E-Mail schreiben an mail@forex-screener.de und sagen einfach kurz, dass Sie bei den Forex-Screener-Signals mit teilnehmen wollen. Da gibt es auch schon einige Bewerber. Und das wird dann eben so laufen, dass wir da eine kurze Einführung machen, zusammen sprechen, auch mal Sie als Trader kurz kennenlernen, wie Sie traden und schauen, ob Sie überhaupt reinpassen. Und dann können Sie das Ganze eben mal testen, uns ein Feedback dazu geben, wie Sie das Ganze fanden. Wir wollen mit dem Prozess das ganze Feature eben noch optimieren, weil es auch sehr nervig sein kann, wenn Sie da beispielsweise zu viele E-Mails erhalten würden, sodass Sie dann vielleicht noch einstellen können, in welchem Zeitraum Sie überhaupt alarmiert werden wollen. Wenn Sie dann einmal früh aufwachen und Ihr Post, Ihre Inbox ist voll in der E-Mail, dann ist es ja natürlich auch nicht so schön. Und solche Sachen wollen wir dann noch herausfinden, bevor wir das Feature komplett offiziell releasen können. Also, ja, Sie sind herzlich dazu eingeladen, wie gesagt, schicken Sie uns einfach eine E-Mail, mail@forex-screener.de und dann freuen wir uns schon, bald mit Ihnen zusammen das neue Feature auszuprobieren, bevor es dann quasi offiziell released wird. So, jetzt schauen wir nochmal an die Fragen rein. Hier gibt es die Frage, ob es möglich ist, nach Volumen zu suchen. Es ist bei CFD, also CFD ist sehr schwer, da die ja nicht zentral sind. Also bei Futures zum Beispiel, da haben sie ja dann eine zentrale Börse, wo das Ganze gehandelt wird, sodass man eben sagen kann, beim DAX wurde jetzt so und so viel Kontrakte umgesetzt und da haben sie dann eben diese eine Zahl an Volumen. Bei CFDs ist es eben so, dass das Ganze ja auch an mehreren Brokern gehandelt werden kann und man dementsprechend dann nur von seinem eigenen Broker das Volumen dann halt nehmen könnte, beziehungsweise sind es, glaube ich, auch nur die Ticks, die man dann abfragen kann. Es würde theoretisch gehen nur für Futures, die bietet FXFlat ja auch an. Da haben sie ja quasi auch die Kategorie Future hier. Und so ein Filter könnte man dann eben dafür umsetzen. Da gab es jetzt aber noch keine hohe Nachfrage, sodass wir das erstmal auf unsere Liste mit aufnehmen würden. Und sobald die Nachfrage höher ist für Volumen, dann würden wir das natürlich dann mit umsetzen. Genau.
Hier noch eine sehr interessante Frage, woher wir unsere Daten für den Screener beziehen. Und unsere Daten beziehen wir ausschließlich von FX Flat. Also wir sind quasi direkt an den Broker angebunden und wir bekommen dort alle Assets, die von FX Flat angeboten werden. Also die Daten, die Sie mit dem Vogelscreener bekommen, sind quasi Echtzeitdaten. Die werden im Sekundentakt gescannt. Die ganzen Patterns und die Indikatorenwerte werden auch in Echtzeit umgesetzt, sodass Sie eben diesen großen Vorteil haben, was Sie in dem Screener finden an Ergebnissen. Das finden Sie auch beim Broker FX Flat 1 zu 1 so. Das heißt quasi, ja, da liegt ja auch der Nachteil bei anderen Screenern, dass wenn Sie dort irgendwie einen Pattern finden, dann öffnen Sie dieses Asset bei sich im Broker, dann sieht es eigentlich ganz anders aus und haut irgendwie auch gar nicht mehr hin. Also das ist eben so einer der großen Vorteile, die Sie mit dem Vogelscreener haben, wenn Sie Kunde sind bei FX Flat. Okay, hier ist noch eine Frage, die habe ich nicht so verstanden, dass irgendwie nur 150 Assets angezeigt werden. Dann hier noch mal kurz zeigen. Wir haben jetzt in den Screener eingestellt, dass wir uns alle Symbole anzeigen lassen wollen, die auf dem Zeitintervall M15 sind. Und wenn wir da mal schauen, dann bekommen wir jetzt quasi alles auf M15 und bekommen hier halt 418 Ergebnisse. Also das heißt quasi, wir haben 418 Assets, die wir von FX Flat Echtzeit abfragen und beziehen. Und je nachdem, was Sie dann halt für Filter weiterhin auswählen, dann können Sie quasi sehen, in dem Beispiel haben wir jetzt noch zusätzlich gesagt, wir wollen uns alles anzeigen lassen, was Forex ist, auf M15. Und dann sind wir halt bei 54. Das heißt, wir haben jetzt reine 54 Forex-Paare. So. Und je nachdem, umso mehr Filter Sie halt auswählen, umso mehr oder umso weniger Ergebnisse werden Sie dann halt auch behalten, weil die Kriterien natürlich dann immer mehr zutreffen und Ihr Ergebnispool dann halt einschränken. So, hier gibt es noch eine Frage. Es gibt zum Beispiel die Kerzenformation Tasse. Wie kann man diese finden mit dem Screener? Wir haben von den Formationen her, haben wir gerade noch nicht so viele drin. Wir haben hier beispielsweise in der Kategorie Eventfilter haben wir Doji-Kerzen, die Sie sich anzeigen lassen können. Bei den Eventfiltern ist es auch so, dass Sie per Auswahl haben, wann diese Kerze eingetroffen ist. Also dass Sie zum Beispiel sagen, mir sollen alle Symbole angezeigt werden, die eine Doji-Kerze vor einer Kerze hatten. Sie können ja auch auswählen, beispielsweise vor vier Kerzen, und das heißt, es wird Ihnen alles angezeigt, wo innerhalb der letzten vier Kerzen eine Doji-Kerze angezeigt wird. Dann haben wir als andere Candle-Patterns, haben wir hier noch verschiedene Hammer-Formationen. Dann haben wir hier noch Bearish bzw. Bullishes Engulfing. Und als Chart-Formation haben wir bisher nur eine Sache, das sind die Doppel-Top- oder Bottom-Formation. Können wir mal schauen, ob wir hier vielleicht was Cooles finden. Hier einfach mal alle anderen Filter ausschalten. So, dann haben wir hier zum Beispiel die Amazon-Aktie in unserem Chart und sehen hier, dass wir hier, ja, der Markt kommt hier quasi von unten. Dann haben wir hier so einen Doppeltop. Und das wäre jetzt so eine potenzielle Shortmöglichkeit. Ist natürlich gerade ein bisschen abhängig von der Kerze, die jetzt noch nicht abgeschlossen ist. Weil wenn die Kerze eben hier, sagen wir mal, schließen würde, ne, dann wäre die Doppelformation wichtig. Also wäre jetzt keine gute Short-Gelegenheit mehr. Aber es könnte natürlich sein, dass die Kerze jetzt auch hier drunter schließt und ein neues Tief macht, Entschuldigung, dann wäre das natürlich
ein gutes Anzeichen dafür, Short einzusteigen. So. Hier auch noch die Frage, gibt es typische Filter für Analysen nach Markttechnik? Gibt es gerade auch noch nicht, aber das steht für Ende Mai mit auf dem Plan, dass wir sowas haben wie, wir haben jetzt gerade eine neue Aufwärtsbewegung aufgrund der Punkte, höheres Hoch, höheres Tief, und dass man daran einfach Trends erkennen kann. Und das bringt dann auch den Vorteil mit sich, dass man eben die anderen Filter damit gut kombinieren kann, weil wir ja immer so eine Mischung haben aus Widerstandsfiltern und eben solche Trendfilter oder eben auch Triggerfilter. Das kann ich Ihnen vielleicht mal kurz an einem Beispiel zeigen. Und zwar können wir mal einfach nach Pivotpunkte suchen. Schauen wir mal, dass wir uns alles anzeigen lassen, was dicht an einem S2-Pivotpunkt ist. So, dann muss ich aber auch noch ein Zeitintervall mit angeben, weil ansonsten wäre mir pro Symbol, wird mir dann jedes Zeitintervall angezeigt. Das ist bei den ganzen Widerstandsfiltern so. Jetzt schauen wir mal, ob wir was gefunden haben. Achso, müssen wir den Doppelfilter natürlich noch mit rausnehmen. Okay. Schauen wir mal den AUD-NZD-Spot uns an. So, da haben wir jetzt quasi, ja, haben wir natürlich auch eine coole Sache gefunden, ne? Kurz mal zur Erklärung. Die Linien, die jetzt eingezeichnet sind, das sind die ganzen Pivotpunkte. Die Pivotpunkte berechnen sich auf den Vortag. Also, das ist quasi der Vortag, der hier angezeigt wird, innerhalb dieser gestrichelten Linie. Das zeigt immer den Tag an. Und die gelbe Linie ist der Pivotpunkt P. Der berechnet sich ja aus, ich glaube, die Formel ist, dass High, Close und Low geteilt durch 3. Und dann haben Sie hier so eine Art Tagesdurchschnitt, sage ich mal. Ja. So, und die Punkte R1,2 und S1,2, die werden hier dementsprechend eingezeichnet, die berechnen sich anhand des Pivotpunktes P. Und das heißt quasi, diese Linie, die war jetzt auch schon da, sobald der Tag heute gestartet ist, da wir ja nur den Vortag als brauchen. So, und dann hat man hier gesehen, dass die Pivotpunkte schon eine Relevanz haben, da nach dem Tagesstart der Markt erstmal angelaufen ist in die Richtung von dem Punkt R1 und ausgebremst ist, also bevor ausgebremst ist, hat seine Richtung gewechselt, ist an dem Punkt P so ein bisschen ins Strauchen gekommen und läuft dann eben erstmal runter, bis er in der Nähe von dem Pivotpunkt S1 korrigiert. Und das sind eben diese Widerstände, die ich, von denen ich gerade eben sprach. Das heißt quasi, Sie können sich mit manchen Filtern Widerstände einzeichnen lassen, beziehungsweise alle Märkte finden, die eben an so einem Widerstand dran sind. Und das Ganze können Sie halt noch kombinieren, indem Sie weitere Filter mit dazu schalten. Also Sie können eben auch sagen, Sie wollen sich alles anzeigen lassen, was dicht an einem Pivotpunkt ist und gleichzeitig eben auch einen Doppeltop hat. Oder Sie sagen, Sie wollen sich alles anzeigen lassen, was dicht an so einem Punkt ist und eine Power Candle hat, wie ich es Ihnen am Anfang des Webinars schon gezeigt hatte. Und hier sieht man es eben auch nochmal. Ich meinte ja auch, dass so eine Power Candle, die tritt eben meistens nochmal was mit sich nach, sodass man dann eben schauen muss, wie ist der Trigger eben gesetzt auf einem kleineren Zeitintervall und dann entscheiden kann, ob man eben sich für eine Korrektur entscheidet oder ob der Markt eben mehr auf einen Weiterlauf in die Short-Richtung darauf hindeutet. Jetzt gerade haben wir eben die interessante Phase. Der Markt hat den Punkt hier quasi komplett gefressen, sage ich mal, ne? Komplett runtergestartet, korrigiert und korrigiert eben wieder genau bis zu diesem Punkt. So, jetzt sind wir an dem Punkt S2 und wir haben jetzt hier schon auf M15 zumindest gerade einen neuen
Außenstab. Dann haben wir jetzt quasi auch abgeschlossen. Das heißt, das zeigt uns an, der Markt wird wahrscheinlich in Richtung Shorts weiterlaufen. Das wäre nur auf dem Zeitintervall in 15 zu sagen. Wir sollten uns natürlich auch mal angucken, was auf den höheren Zeitintervallen, was uns das höhere Zeitintervall sagt. Und H1 ja, sieht entsprechend schon nach Short aus, dass man hier einfach tiefere Hochs hat und dementsprechend der Markt abgerauscht ist, jetzt korrigiert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er mehr an der Stelle noch korrigiert, noch weiter hochläuft. Von daher wäre ich mir auch gar nicht so sicher, ob man hier zu Short einsteigen sollte oder ob man vielleicht, ob das jetzt vielleicht so ein kleiner Fake wird und der Markt eben doch noch bis hier korrigiert, um dann weiter nach unten zu laufen. Was man auch sehen kann, ist, die Punkte, die Pivotpunkte, die jetzt nur aufgrund des gestrigen Tages eingezeichnet wurden, die haben ja auch eine bestimmte Signifikanz, wenn man die einfach mal rauszoomt. Also der Punkt S3, was hier die dicke Linie ist, sieht man, dass der Markt hier schon mal dran gestruggelt hat, hier schon mal dran gestruggelt hat. Dann hat man eben den Punkt R2, diese Linie. Da sieht man auch, dass es hier immer ja, Bewegung bzw. Action gab an den Linien. Und das zeigt uns einfach, dass solche Widerstände vom Markt einfach benutzt werden. Und wenn wir den Markt so filtern, dass wir uns alles anzeigen lassen, was in der Nähe von so einem Widerstand ist, dann finden wir oder dann können wir sehr gute Einstiegsmöglichkeiten finden. Wir müssen halt nur noch Ausschau halten nach so einer Price Action, wie zum Beispiel wie beispielsweise hier, dass man hier so eine eindeutige Rejection hat, ne? Dass der Markt kurz mal drunter geht, aber nur mit dem Dot, das quasi so anfitscht und dann kann man das Ganze als Widerstand deuten und in Richtung Long einsteigen. So, und jetzt schalten wir mal die Fragen rein. Habt ihr eventuell auch einen Filter Umkehrschläge nach Michael Vogt geplant? Besten Dank. Haben wir gerade noch nicht. Würde ich auch mal auf unsere Liste mit aufnehmen, dass wir das dann quasi implementieren können. Weil, ja, nachdem wir jetzt dann, wie gesagt, das zweite Add-on rausgebracht haben, beziehungsweise die Forex Screener Signals, wird der Fokus auch wieder gelegt auf die Filter, die dann vermehrt rauskommen werden. Und da steht eben eine Reihe von Patterns auf der Liste, Chart-Patterns und Candle-Patterns, weil da die Nachfrage aktuell am größten ist. Und da werden wir dann auch ein bisschen flexibler sein, dass wenn wir schon bei den Patterns sind, solche Patterns eben auch mit implementieren können. Wie gesagt, bisschen Geduld, bis die Full-Screener-Signale draußen sind und danach volle Fahrt voraus für die Patterns. Dann gab es hier eine Frage, das Full-Screener Add-on funktioniert nur mit MT5 oder auch mit 4. Es funktioniert auch mit 4, aber eingeschränkt. Ich würde immer kurz ausholen für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Es gibt hier quasi ein Full-Screener Add-on. Das sehen Sie, dass ich das in Benutzung habe an der Ecke oben rechts. Da wird es quasi angezeigt. Das ist ja ein Expert Advisor für die MetaTrader. Das finden Sie auf unserer Webseite unter FS Add-on. Haben Sie auch noch ein kurzes Erklärungsvideo dazu? Ich fasse es auch noch mal kurz zusammen. Der große Vorteil ist damit eben, wenn Sie im Screener unterwegs sind und Sie haben sich jetzt einen Filter ausgesucht, Sie haben hier Ihre Ergebnisse, dann können Sie mit der Maus rübergehen über die Ergebnisse, klicken darauf und es wird Ihnen automatisch im MetaTrader geöffnet, wenn Sie das Forex Screener Add-on aktiv haben. Und es gibt eben einen Unterschied zwischen der MT4 und der MT5 Version. Und der Unterschied ist darin, im 5er wird Ihnen auch noch alles eingezeichnet, also die Filter, die Sie genutzt haben. Wenn Sie den RSI-Filter ausgesucht haben, dann wird Ihnen der RSI unten als Indikator eingezeichnet. Wenn Sie jetzt wie in dem Fall die Pivotpunkte ausgewählt haben, dann werden Ihnen die Pivotpunkte eingezeichnet. Und das kann der MetaTrader 4 leider nicht. Da gibt es die Funktionalität nicht, dass man von dem Expert Advisor sagt,
zeig uns in dem Chart mal die Indikatoren mit an. Das ist der einzige Unterschied. Unsere Empfehlung ist deswegen natürlich auch, nutzen Sie den MetaTrader 5, wenn Sie noch die Wahl haben und jetzt noch vor der Entscheidung stehen. So, dann schaue ich mal noch an Fragen. Kann man den Screener auch zu einem Backup nutzen? Kann man zum Beispiel auch gleiche Formationen in der Vergangenheit in einem Chart suchen? Das geht leider nicht. Nee, das ist auch ein Feature, das wird nicht kommen. Das ist halt, der Forex-Screener soll eben alles anzeigen, was jetzt gerade im Markt geschieht, ne? Aber wenn die Forex-Screener-Signals draußen sind, und Sie das quasi gebucht haben, dann können Sie ja auch, also dann werden Sie ja die E-Mails erhalten für Ihr Setup. Und dann wird Ihnen das ja quasi in der E-Mail-Liste beziehungsweise in Ihrer Inbox dann festgehalten. Also das wäre jetzt vielleicht so ein kleiner denkbarer Workaround. Aber Sie können jetzt nicht hervorgehen und sagen, Sie testen damit jetzt mal den Markt in der Historie. Das geht leider nicht. So eine Funktion haben wir nicht. Genau, dann ist hier die Frage nach dem Link für das Add-on anscheinend. Mal kurz reinposten. Mal kurz in den Chat gepostet. So, und dann haben wir aktuell noch die letzte Frage. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie die natürlich gerne posten. Aber aktuell die letzte Frage ist, ob wir auch Fibonaccis suchen können. Können wir auch. Kann ich Ihnen kurz mal zeigen. Bin mal gespannt, ob wir da was finden werden. Können Sie in der Suche einfach eingeben Fibo und dann finden Sie halt mehrere Gruppen mit den Filtern und dort würde ich dann quasi empfehlen, entweder nach Distanz zu Fibonacci von gestern zu suchen oder von letzter Woche zu suchen. Da wir uns jetzt ja noch relativ am Beginn der Woche oder noch nicht mal in der Mitte der Woche befinden und die Fibonaccis eben projiziert werden auf den gestrigen Tag oder auf die gestrige Woche, beziehungsweise auf den heutigen Tag oder auf die aktuelle Woche. Und wenn Sie die Filtergruppe hier aufklappen, dann sehen Sie halt, dass Sie für jedes Fibonacci-Level ein Filter haben, in dem Sie sagen können, dass der Kurs aktuell nicht daran sein soll. So, dann suchen wir jetzt mal nach allem, was dicht an dem 38er-Level ist. Wir haben jetzt hier gerade, ach so, wir haben noch den Pivot-Filter drin, sehe ich gerade. Den müssen wir natürlich mal rausnehmen. Zack. So, dann haben wir jetzt hier 29 Ergebnisse. Und vielleicht gucken wir mal, ob wir was mit einem klaren Trendverlauf finden. Das sieht mir ganz gut aus. Ich habe jetzt einfach geschaut, optisch das schnell abgescannt, dass wir hier nicht so einen Seitwärtsmarkt haben, sondern hier schon so einen klaren Verlauf haben. Genau. Ja, und dann sieht man hier, der gestrige Tag quasi ist so verlaufen, ne? Wir haben jetzt hier die Fibonacci gezogen und wir haben heute eine Korrektur. Und die hat erstmal nur erstmal bis zum 50er Level korrigiert. Hier natürlich auch mit einer schönen Rejection nach unten, was irgendwie ein Zeichen ist für, ja, doch eher long. Man sollte sich natürlich das übergeordnete Level da mal angucken. Es ist ja gerade nur im 15. Und mal schauen, ob man in der Großwetterlage jetzt auch Richtung long einsteigen sollte. Und ja, dann hätte man jetzt hier einen schönen Long-Einstieg. Man natürlich mal schauen. Okay. Überwiegend auf H1 sieht es aus, als wäre der Trend jetzt quasi noch eher na schön. Also, wir sind jetzt hier auf H1 schon in einem Long-Trend und das wäre schon eine gute Möglichkeit, um hier Long einzusteigen. Wir sind hier nämlich auch an so einem Widerstand, der schon öfter mal getestet wurde, von beiden Seiten aus. Also eine gute Möglichkeit. Genau.
So, ja, und da wir natürlich viele Leute immer dabei haben, die noch neu sind, würde ich Ihnen auch noch mal ganz deutlich ans Herz legen: Sie können auf unsere Seite gehen, forexscreener.de, und Sie können Ihren kostenlosen Zugang erhalten für den Forex-Screener, wenn Sie Kunde sind, aktiver Kunde sind bei FX Flat. Da müssen Sie im Menü einfach klicken auf Registrieren und wählen auf der Seite entsprechend aus, dass Sie bei FX Flat oder bei CapTrader sind. Also auch wenn Sie bei CapTrader sind, erhalten Sie auch Ihren Zugang kostenlos. Und dann können Sie entsprechend in dem Formular, was sich darunter öffnet, Ihr Vor- und Ihr Nachname eingeben, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Konto, Ihre Trading-Kontonummer, ne, damit FX Flat auch überprüfen können, Sie sind wirklich aktiver Kunde. Ja, wir schenken dir deinen Zugang kostenlos und klicken dann auf kostenlosen Account beantragen und bekommen dann am gleichen Tag oder vielleicht auch einen Tag später Ihre Zugangsdaten zugeschickt. Dann können Sie auf die Seite gehen und sich hier einfach einloggen. Darüber hinaus können Sie natürlich dann auch mal schauen, wir haben hier einen Link zu unserer Facebook-Seite, wir haben auch einen Link zu unserer YouTube-Seite, unserem YouTube-Kanal, und da wird natürlich auch ab und zu Inhalt gepostet. Das heißt, wenn es mal Updates gibt auf Facebook, wenn es irgendwie gerade ja eine Extremsituation am Markt gibt oder mal ein cooles Setup gesehen wird, dann wird das gepostet. Auf YouTube haben wir viele Videos, wie man die Filter nutzen kann. Mit Beispiel-Trades können Sie auch gerne mal auschecken und können sich da ein bisschen inspirieren lassen. Genau. Ja, ansonsten, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne noch in den Chat posten. Und falls Sie nach dem Webinar noch Fragen haben, können Sie uns auch einfach gerne eine E-Mail schicken oder eine Nachricht, indem Sie hier unser Nachrichtenformular nutzen oder direkt an mail@forex-screener.de uns eine Nachricht schicken. Genau. Dann würde ich gerne, ja, dann würde ich auch langsam zum Schluss kommen. 3 Minuten haben wir noch. Ich freue mich natürlich, dass Sie so zahlreich wieder erschienen sind. Vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen natürlich noch eine profitable Handelswoche. Bleiben Sie alle gesund, genießen Sie das gute Wetter und dann freue ich mich schon, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Vielen Dank dafür. Ja, Einen schönen wunderbar. Abend noch. Dem schließe ich mich an und bedanke mich natürlich bei dir für das Webinar. War wieder sehr interessant und ich mag das Tool einfach. Also wirklich eine tolle Arbeit und vielen Dank natürlich an allen Teilnehmer fürs Dabeisein. Wünsche ebenfalls noch einen schönen Abend. Wie gesagt, dem schließe ich mich an und natürlich aber auch viel Erfolg weiterhin diese Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.